Born in Barcelona. Ja, Seat Sportmarke Cupra hat ein neues elektrisches Kompaktmodell rausgebracht. Der hier basiert genauso wie der VW ID.3 als Schwestermodell auf dem MEB, also auf dem modularen Elektrobaukasten. Der hier hat 204 PS, 310 Newtonmeter, einen 58 Kilowattstunden Akku und er sieht verdammt gut aus. Was uns dabei interessiert, wie fährt er sich denn im Vergleich zum Modell aus Wolfsburg? Ist er wirklich so viel sportlicher, so wie sein Antlitz quasi? Ich bin sehr gespannt. Der Born wurde zwar in Spanien entworfen, wird aber wie sein Schwestermodell VW ID.3 in Zwickau produziert. Er ist das erste E-Mobil der jungen Sportmarke aus dem Hause Seat. Im GF-Test muss der rassige Basisstromer nun zeigen, was er wirklich drauf hat. Kennt ihr den Film Die Born-Identität? Ja, ein Klassiker für alle, die sich gerne für Actionfilme interessieren. Action ist dabei ein ganz gutes Stichwort, denn der Cupra Born, der hat vermutlich auch eine ganz eigene Identität und das gilt es jetzt herauszufinden. Er ist ja der Technikbruder des VW ID.3, basiert also auf dem MEB-Baukasten von Volkswagen, hat 204 PS und 310 Newtonmeter. Der Akku, der sich unter uns befindet, der fasst 58 Kilowattstunden. Bruttokapazität, ja, das ist also der etwas kleinere Akku. Im Übrigen gibt es den Cupra Born auch noch als E-Boost-Version mit bis zu 231 PS. Die brauchen wir aber nicht unbedingt, wie wir herausfahren können, weil er wirklich e-autotypisch spritzig beschleunigt. Das geht total flott, ohne Zugkraftunterbrechung. Ich trete auf das Pedal und schon geht's vorwärts. Das macht er wirklich gut. Obwohl der Cupra Born natürlich auch wie der ID.3 relativ schwer ist, in dem Fall 1,8 Tonnen wiegt er und das Ganze muss natürlich auch bewegt werden. 37.000 Euro ruft Cupra übrigens für den Born auf, das ist in etwa so viel wie für den VW ID.3. Trotzdem muss man sagen, dass er außen, finde ich persönlich, einfach ein bisschen spritziger, knackiger aussieht. Wiederes Elektroauto, nicht mit Cupra. Fette 20 Zoll Räder, eine tief heruntergezogene Fronthaube, dazu der mächtige Dachspoiler. Der Deutsch-Spanier macht mächtig etwas her und sieht verdammt schnittig aus, ohne übertrieben zu wirken. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man auch die Detailverliebtheit seines Designs. Aber kann auch das Interieur überzeugen? Versprüht er wirklich sportlichen Charme und auch hier vorne. Also die Materialauswahl ist wirklich top und die Verarbeitung auch. So muss das sein. Was mir allerdings nicht ganz so toll gefällt, ist die komplett digitalisierte Bedienung. Auch die übernimmt natürlich Seat aus dem Konzernbaukasten. Demzufolge wird hier getoucht und geslidet. Leider auch hier nicht beleuchtet. Der Lautstärken-Slider, ebenso wenig hier für die Klimabedienung der Slider. Ja, das sollte man vielleicht noch nachbessern. Und was auch nicht ganz so schön ist, ist die Lenkradbedienung. Das sieht zwar schick aus mit dem Klavierlack, ist aber schnell dreckig, ja, hat immer hier so Fettfinger drauf. Und man muss auch genau wissen, wie man hier zum Beispiel die Lautstärke lauter und leiser machen möchte. Also muss man mit Druck sliden und nicht nur leicht, weil dann funktioniert das nicht. Also da muss man sich erstmal reinfuchsen und dann klappt das aber eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz wären mir persönlich klassische Tasten lieber, auch wenn das vielleicht nicht ganz so modern sein mag. Egal wo man Platz nimmt, der Born bietet jede Menge davon. Dazu noch ziemlich stylisch aufbereitet mit kupferfarbenen Elementen. Die serienmäßigen Sportschalensitze passen ausgezeichnet. Sie sind auf Wunsch sogar voll elektrisch verstellbar, beheizt und können massieren. Schon ab Werk ist der Born mit Extras wie Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, Keyless Go, CarPlay oder einer cleveren Sprachsteuerung ausgestattet. Darüber hinaus beherrscht der Stromer gegen extra Geld die Nahfeldkommunikation K2X und auf Wunsch auch den teilautonomen Fahrassistenten Travel Assist. Technisch ist der Born also voll up to date. Vom Fahren her gibt es wirklich nichts auszusetzen. Er ist wirklich linear und ausgewogen abgestimmt. Er möchte ja ein bisschen sportlich sein und diesen Spagat zwischen e-autotypischem Komfort
und der Spritzigkeit eines sportlichen Modells, das haben die Ingenieure bei Cupra sehr gut hinbekommen. Und ich finde, er ist auch noch mal ein bisschen spitzer als ein VW ID.3. Das merke ich an der Lenkung zum Beispiel, an der Progressivlenkung. Ich merke das aber auch hier am DCC-Fahrwerk bzw. am Adaptivfahrwerk. Da ist das Ganze noch mal ein bisschen straffer appliziert worden. Da geht es wirklich um Feinheiten. Also kleine, kurze Stöße, die schluckt das Fahrwerk wirklich toll weg. Wo er ein bisschen, ja, nicht ins Schwimmen gerät, aber ein bisschen anfängt zu hoppeln, sind dann Bodenwellen. Aber wie gesagt, es soll ja auch ein sportliches Modell sein. Und gerade auch so Kurvenfahrten, was die Wankbewegung angeht, die fallen wirklich nur minimal aus, was eben auch am Akku liegt, der hier im Unterboden eingebaut ist. Das ist natürlich ein Vorteil, aber das ESC regelt relativ schnell. Deswegen kann man zum Beispiel auch beim Cupra Born mit breiteren Reifen auch das ESP ausstellen. Da macht das Ganze doch schon Spaß, nicht wahr? 50-50 Gewichtsverteilung, mehr Lenkerachse hinten und die spezielle adaptive Fahrwerksregelung DCC in Kombination mit dem tiefer gelegten Sportfahrwerk sorgen für eine große Wandlungsfähigkeit zwischen knackiger und auch sanfter Dämpfung. Das ist perfekt für den Alltag. Somit ist der Cupra Born auf jeden Fall ein Fahrzeug für die Langstrecke. Nur muss man hier natürlich etwas häufiger laden. Schauen wir es uns an. Nachladen gefällig? Kein Problem. Mit dem Cupra Born kann man mit maximal 120 kW Ladeleistung an einer Schnellladesäule laden. Die hier bietet ein bisschen mehr. Wenn das ganze Potenzial ausgenutzt wird, ja, dann ist der Akku von 5% auf 80% in ungefähr 35 Minuten wieder vollgeladen. Und auch zu Hause kann man natürlich laden und das geht mit maximal 11 kW an der Wallbox zum Beispiel. Dank des Onboard-Laders ist das auf 11 kW begrenzt. Vielleicht kommt in Zukunft ja ein bisschen mehr. Er zieht einfach durch bis 160 km/h. Und wenn wir hier auf eine Kurve zufahren, die Bremse ist feinfühlig abgestimmt. Einen sehr guten Druckpunkt haben wir hier. Der Born bringt auf jeden Fall jede Menge Fahrspaß mit sich. Also die Identität ist geklärt, komfortabel, spaßig. Im Praxistest hatten wir einen Normverbrauch von 20 Kilowattstunden. Das ist ja so die magische Grenze bei kompakten Stromern. Wer aber auf die Tube drückt, der liegt auch gut darüber. Also 25 bis 27 Kilowattstunden, gar kein Problem. Jetzt kann man auch nicht einfach so hergehen und sagen, so groß ist mein Akku und so ist mein Verbrauch, so weit komme ich dann letztendlich. Nein, denn der Wagen rekuperiert auch. Das heißt, über die E-Maschine im Heck wird das Bremsen zum Beispiel übernommen, dann wird Energie zurückgespeist. Da kann man sich dann noch den ein oder anderen Kilometer zurückgewinnen, vor allem wenn man vorausschauend fährt. Und wenn es bergab geht, ja, das lieben E-Autofahrer auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja keine Wippen hier am Lenkrad. Das bedeutet, wir können die Rekuperation nicht dreistufig verändern, wie es zum Beispiel bei einem Audi Q4 zum Beispiel der Fall ist. Nein, wir haben den Kippschalter hier vorne zum Einlegen der Fahrstufe, wie vom ID.3 bekannt, dasselbe Layout. Das ist die stärkere Rekuperationsstufe. Oder D, dann ist das wirklich verlustarmes Segeln. Wer also auch das richtig nutzt, der wird auch hier noch ein bisschen sparsamer fahren können. Und weil man die Reichweite eben nicht so einfach ausrechnen kann, sind wir den Akku mal komplett leer gefahren, von 100% auf knapp 0%. Dann stand eine, ja, praxistaugliche Reichweite von 350 Kilometer auf dem Display. Ein kleiner guter Fahrtipp auf jeden Fall. Wenn ihr euch überlegt, einen Stromer zu kaufen, sei es jetzt ein Q4, ein ID.3 oder hier ein Cupra Born, wählt auf jeden Fall die Wärmepumpe mit dazu. Die kostet nochmal so um die 1000 Euro extra, wird sich aber über die Jahre auf jeden Fall rentieren, denn mit ihr kann man durchaus ein paar Kilometer weiterfahren. Apropos Jahre, Cupra bzw. Seat gibt übrigens eine Garantie auf die Batterie und zwar 8 Jahre bzw. 160.000 Kilometer. Da versprechen die Spanier, dass man noch 70% der Batteriekapazität nutzen kann. Der Cupra Born gefällt.
Der fährt sich total komfortabel, aber wenn ich möchte, auch sportlich. Und der sieht doch richtig fesch aus, oder? So muss ein Elektroauto der neuen Generation aussehen. Der ist wirklich toll, auch weil die Reichweite praxistauglich ist. Mit dem kleinen 58 Kilowattstunden Akku fährt er 350 Kilometer ungefähr weit. Das ist aber auch abhängig von verschiedenen Faktoren. Und mit der größeren Batterie geht es sogar noch weiter. Und in Summe gesehen muss ich sagen, ja, wir haben die Born Identity.